Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es nach wie vor um die Themen Börse, Investment, Trading. Und heute will ich mit euch ein Thema machen, was auf der einen Seite ein Fachthema ist, denn wir reden heute über lineare und logarithmische Charts. Ich möchte aber auch einen Teil, nennen wir es mal Psychologie, in dieses Video mit einfließen lassen, weil der Grund, warum man den einen oder anderen Chart nimmt, hat sehr, sehr viel mit unserem Kopf zu tun. Und das alles gibt es jetzt hier im Video. Wenn ihr euch jetzt wundert, was ist das hier für ein Teil, ne? Ich bin schnell zu uns runtergegangen ins Studio, wo wir normalerweise unsere Coachings machen und so weiter, unsere Aufnahmen. Jetzt habe ich was Grünes an, deswegen kann ich hier keinen Greenscreen machen, sondern heute ist wichtig das Teil hier und ich denke, das Umfeld ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Außerdem, oder besser ist das, was ich euch hoffentlich heute hier zu sagen habe. Fangen wir mal ganz kurz an mit dem Thema Kopf. Wenn wir an der Börse handeln, ne, dann ist es doch so, dass im Grunde alles, was funktioniert, ist doch bekannt. Es gibt doch keinerlei Geheimnis an der Börse. Wir wissen, wenn man in Schwäche Aktien kauft, dann wird sich das langfristig auszahlen. Wir wissen, wenn wir eine gewisse Streuung im Depot haben, dann werden wir von Verlusten einzelner Aktien nicht so stark getroffen. Wir wissen aber auch, dass wenn wir ein konzentriertes Portfolio haben, werden wir mehr Schwankungen haben, aber wir werden wahrscheinlich langfristig mehr verdienen. Also all diese Dinge sind doch bekannt. Wir wissen, dass Buy and Hold funktioniert. Wir wissen, dass man an den stärksten Tagen des Jahres unbedingt dabei sein muss, wenn man eine gute Performance haben muss, was wiederum für Buy and Hold spricht und so weiter und so fort. Also das heißt, all diese Dinge sind ja bekannt. Nichtsdestotrotz scheitern wir ja oft an der Börse und das liegt ja nicht an den technischen Fähigkeiten, die wir haben, sondern hier an unserem Kopf. Ne? Dass wir eben, wenn es nach unten geht, haben wir plötzlich Angst. Wenn es nach oben geht, haben wir Angst einzusteigen, weil wir sagen, es ist schon zu weit. Wir steigen dann im falschen Moment ein, wir steigen dann im falschen Moment aus und so weiter und so fort. Und deswegen ist es eigentlich die Aufgabe eines Händlers oder auch jedes Börseninteressierten, sich viel, viel mehr mit seinem Kopf zu beschäftigen, mit den mentalen Dingen, die um uns herum passieren, damit er letztendlich eine gute Performance bekommt. Weil, ob du nun eine Aktie kaufst mit einem KGV von 15 oder mit 14 oder ob du eine Aktie kaufst mit einem KGV von 200, das spielt letztendlich gar nicht so die große Rolle. Ne? Und bevor jetzt hier der Einwand kommt, schaut euch mal an, das Thema KGV können wir auch gerne mal machen, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie viele Gurkenaktien es gibt, die billig bewertet sind, aktuell Deutsche Bank. Und dann schaut euch mal an, Aktien, die exorbitant bewertet sind, wie beispielsweise Amazon, die nutzen wir gleich nochmal hier im Video. Und dann fragt euch mal, wäre es so sinnvoll gewesen, niedrige KGVs zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zum anderen Punkt. Fangen wir mal hier an. Lineare und logarithmische Charts, darum soll es heute gehen. Und das Nutzen dieser verschiedenen Chartarten hat sehr, sehr viel mit mentaler Gelassenheit zu tun. Ich will euch dazu ganz kurz was zeigen. Und zwar, nehmen wir mal an, eine Aktie steigt von 40 auf 80 Dollar. So, dann wisst ihr, das sind 100%. Wenn wir eine Aktie haben, die steigt von 400 Dollar auf 800 Dollar, dann sind das auch 100%. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Aber natürlich von der absoluten Zahl her betrachtet, ist das ein Riesenunterschied. Denn hier hat sich die Aktie 40 Dollar bewegt und hier hat sich die Aktie 400 Dollar bewegt. Und ihr kennt das Ganze vielleicht, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, aufgrund dieser Entwicklung, ne, und aufgrund auch der Charts, wie sie gemacht werden, ist es ja zum Beispiel jetzt schon voraussehbar, dass wir in den nächsten Jahren folgende Schlagzeilen haben werden. Größter Tagesverlust im DAX, größter Tagesverlust im Dow Jones, größter Tagesgewinn im Dow Jones. Ne? Das wird uns begleiten in den nächsten Jahren. Und hier wird vielleicht der ein oder andere jetzt Angst haben und sagen, was ist denn da los? Und es ist ja immer nur eine Frage der Betrachtung. Also machen wir das nochmal am Beispiel des Dow Jones. Mal angenommen, der steht bei 5000 Punkten. Das ist jetzt schon eine Weile her, wo er bei 5000 Punkten stand. Und der fällt jetzt hier auf, was weiß ich, sagen wir mal 4500. Okay? 4.500 Punkte. So, dann ist das ein Verlust von 500 Punkten,
aber eben auch einen Verlust von 10%. So, und jetzt machen wir mal das Ganze folgendermaßen. Und zwar, wir machen mal, der steht bei 25.000 und fällt auf 24.500. Dann ist das ein Verlust immer noch von 500 Punkten. Prozentual betrachtet sind das aber bloß noch, jetzt muss ich ganz schnell rechnen, knapp 2%. Ne? Das heißt gar nicht mehr so viel. Zuerst waren es 10%, jetzt sind es bloß noch 2%. So, und was wird jetzt immer in der Finanzpresse gemacht? Da wird natürlich nie die prozentuale Veränderung gerechnet, sondern es wird immer die Zahl genommen. Das heißt also, wenn jetzt der Dow Jones mal von 25.000 auf 22.500 fallen würde, dann hätte er einen Tagesverlust von 2.250 Punkten. Ja? Boah, größter Tagesverlust des Dow Jones. Sind aber trotzdem nichts anderes als, also damals hier von 5.000 auf 4.500 gefallen ist, nämlich 10%. So, und jetzt kommen wir deswegen zu diesen linearen und logarithmischen Charts. Wenn ihr euch Charts anschaut, dann sind die in der Regel immer so, dass an der Preisskala, also das, was hier an der rechten Seite steht, dass die immer linear aufgebaut sind. Das heißt also, du hast hier 10 stehen, dann kommt hier in einem gewissen Abstand 20, dann kommt hier 30, dann kommt hier 40, dann kommt hier 50 und so weiter und so fort. Ne? Und das ist also eine lineare Skalierung eines Charts. Und ich blende euch mal hier einen Chart ein. Das ist Amazon. Und da seht ihr natürlich, wie fantastisch die Aktie in den letzten Jahren gelaufen ist. Und jetzt kommt unser Kopf ins Spiel. Betrachtet bitte noch einmal diesen Chart jetzt hier. Wenn ihr euch diesen Chart anschaut, ganz ehrlich, sind jetzt ungefähr so bei 1.800 Dollar die Aktie, da wird sicherlich der ein oder andere sagen, ich kann die Aktie ja gar nicht mehr kaufen, weil die ist ja viel zu teuer geworden. Und da musst du noch nicht mal das ganze Fundamentale dir anschauen, sondern nur den reinen Chart. Weil, wie sieht das Chartbild ja aus? So hier. Ne? Das wird ja parabolisch. So. Warum wird es denn aber parabolisch? Wegen dieser Chartdarstellung. Ne? Weil überlegt mal, allein hier an diesen ganz kurzen Zahlen kann man ja erkennen, wo der Fehler eigentlich liegt. Wenn die Aktie von 10 auf 20 Dollar steigt, oder Euro, oder was auch immer, ne, dann sind das 100%. Wenn sie dagegen von 40 auf 50 steigt, wie viel Prozent sind das dann noch? Überschlagen wir ganz kurz, müssten 25% sein. Das heißt, obwohl die Aktie denselben absoluten Wert sich verändert hat, nämlich 10 Punkte, ist natürlich hier die Kurve viel, viel steiler. Und das bedeutet, wenn die Aktie sich wieder verdoppelt, wieder 100% macht, dann muss das natürlich hier oben, muss der ja hier auf 100 gehen, ne, wenn er bei 50 ist. Das heißt, muss so eine Riesenbewegung sein. Und das sind genau diese Charts, die uns Angst machen, Thema Kopf, noch irgendwo einzusteigen. Weil wir eben sagen, du kannst in diese Aktie nicht mehr reingehen, die ist doch viel zu steil gelaufen jetzt an dieser Stelle. So, und deswegen Tipp für alle diejenigen unter euch, die längerfristig orientiert sind. Die einfach sagen, hey, ich gucke jetzt nächstes Jahr darauf, was macht eine Aktie ganz kurz und wie will ich sie traden und wie mache ich vielleicht meinen Trade auf einen Tag oder auf eine Woche oder so. Sondern die sagen, ich möchte langfristig investieren. Und da ist mein Tipp, schaut euch logarithmische Charts an. Und logarithmische Charts, da blende ich euch jetzt nochmal einen Chart ein. Das ist wieder der Chart von Amazon. Und ihr seht jetzt, der Chart sieht jetzt plötzlich ganz, ganz anders aus. Der sieht viel flacher aus. Dieses Parabolische, was wir im linearen Chart gesehen haben, das ist plötzlich gar nicht mehr vorhanden. Und warum ist das nicht mehr vorhanden? Weil der Chart jetzt anders aufgebaut wird. Denn jetzt wird vom Prinzip Folgendes gemacht. Jetzt wird das Ganze hier prozentual gemacht. Das heißt, es wird jetzt gesagt, hey, wir haben jetzt hier 10, dann haben wir hier 20 und da das ja 100% sind, wird jetzt gesagt, okay, wo kommt denn jetzt, jetzt würde ja hier 30, 40 kommen und jetzt kommt aber 40 viel weiter hoch. Das heißt, 40 liegt jetzt plötzlich hier und 80 liegt jetzt, Entschuldigung, das rückt näher ran. 40 rückt jetzt näher ran, ne? Geht nicht weiter weg, es rückt näher ran, weil das ja auch wieder 100% sind. Und 80 rückt jetzt auch näher ran. So, wieder 100%.
Und zu was führt das dann? Das führt dazu, dass die Charts viel sanfter werden. Also gar nicht mehr so extrem ansteigen. Ja? Und was ist richtig, was ist falsch? Beides ist richtig. Es sind ja keine falschen Darstellungsformen. Bloß eben bei der Linearen, die wir zuerst hatten, sind die Abstände immer gleich. Und zwar bezogen auf den absoluten Wert. Logarithmische Charts werden prozentual dargestellt. Und wenn ihr euch also Charts anschaut, und gerade langfristige Charts, ne, lohnt es sich also ungemein aus meiner Sicht heraus, hier auf diese logarithmische Chartfunktion zu gehen, weil ihr dann einfach mental ein anderes Bild seht. Also ihr werdet nicht mehr diese parabolischen Anstiege sehen, die euch vielleicht abschrecken, in einen Markt reinzugehen. Was ist das Problem am aktuellen Bullenmarkt? Der Bullenmarkt, gibt es ja verschiedene Definitionen. Die einen sagen, der ist 2009 losgegangen nach der Finanzkrise. Deswegen kann ich schon nicht mehr reingehen, der geht ja schon 9 Jahre. Jetzt gibt es andere, die sagen, hey, der Markt ist, es gab 2011 ein Tief, das heißt, der läuft ja erst seit 2011. Und jetzt gibt es noch die Dritten, die sagen, naja, warte mal, wir hatten doch im August 2015 einen ziemlich starken Einbruch, dann lief es auch fast ein halbes Jahr seitwärts. Wo ist denn da jetzt hier der Bullenmarkt, der schon so lange läuft? Wir sind doch eigentlich erst seit Anfang 2016 im Bullenmarkt. Ne? Also das heißt, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Interpretationen. Übrigens ja auch jetzt aktuell, wir sind immer noch im Bullenmarkt. Nasdaq hat schon ein neues Hoch. Zum Beispiel der S&P 500 hat das Hoch vom Januar noch nicht wieder überschritten. Und das sind mittlerweile 6 Monate. Also so ein toller Bullenmarkt, ne, dass man da jetzt Angst haben müsste, dass da überhitzt, ist das gar nicht. Und hier helfen mir, wenn ich so etwas mache, eben diese logarithmischen Charts. Das heißt, du kannst in den meisten Chartprogrammen, kannst du umstellen zwischen linearen Chart und logarithmischen Chart. Je nachdem, was ihr nutzt. Bei den meisten Internetprogrammen, wenn ihr eine Chart-Software nutzt, kannst du das umstellen. Fürs kurzfristige Trading halte ich jetzt die linearen Charts immer noch für besser. Warum? Trendlinien und so weiter. Ne? Wo gehen viele Trader rein und raus? Das seht ihr mit linearen Charts besser. Aber wenn ihr langfristig orientiert wollt und wenn ihr jetzt euren Kopf so quasi ein bisschen die Angst nehmen wollt, wenn ihr euch selbst ein wenig die Angst nehmen wollt, noch wo reinzugehen, ne, dann schaltet mal um auf diese logarithmischen Charts, vergleicht die mal und dann werdet ihr feststellen, naja, das sieht ja gar nicht mehr so übertrieben aus. Und deswegen, wie gesagt, diese 2 Charts, die ich euch hier eingeblendet habe, das sind natürlich Extrembeispiele. Amazon, weil die eben so eine wahnsinnige Entwicklung haben. Aber wenn du das siehst, dann wirst du auch feststellen, dass eben Amazon zuletzt gar nicht so extrem gelaufen ist, wie beispielsweise das in den Jahren zuvor war. Und deswegen, warum solltest du nicht heute noch in eine Amazon einsteigen? Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Kaufaufforderung. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr für Charts nutzt, ob ihr lineare nutzt oder ob ihr die logarithmischen nutzt. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es unter euren Freunden in den sozialen Medien. Folgt mir auf Instagram, da gibt es immer ganz, ganz viele Stories von dem, was wir hier machen. Und wir sehen uns wieder hier demnächst im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.